Nintendo wollte nicht auf der E3 so viel zeigen, aber was sie gezeigt haben, das war sehr, sehr geil. Und zwar haben sie Zelda U gezeigt, beziehungsweise wie es jetzt heißt, Zelda Breath of the Wild. Ja, ich verwechsel das leider manchmal mit Wind. Ich weiß nicht, Wind Waker zu viel gespielt momentan, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser Trailer, ich habe mir den jetzt, glaube ich, 10-mal, 20-mal angeguckt, weil ich finde ihn einfach geil. Und das, ich sage euch jetzt auch ein bisschen was dazu. Ich möchte, dass es nicht so ein langes Video wird, aber ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht mit Vorder- und Rückseite. Ich denke mal, es ist ganz schnell abgehandelt. Ein paar Theorien habe ich auch dabei. Und zwar, ich denke mal, es wird ein sehr geiles Action-Adventure-Rollenspiel, weil Nintendo traut sich was. Was ich auch mega geil finde. Nintendo traut sich was, was, weiß ich nicht, bisher haben sie, glaube ich, noch nie so richtig sowas sich getraut. Und zwar, man kann Kleidung finden. Ja, man kann als... Das ist immer noch ein Zelda-Spiel. Ich konnte es gar nicht wirklich erst glauben. Es ist ein Zelda-Spiel. Man kann Hosen, man kann Stiefel, man kann T-Shirts, was weiß ich, was man schon alles finden kann. Also, in normalen Truhen kann man Kleidung finden, die, so wie ich gesehen habe, auch noch bestimmte Werte haben. Verteidigungswert, Angriffswert steigt, was auch immer. Also, wir werden uns überraschen lassen müssen. Und man kann Link anziehen, wie man möchte. Natürlich die Kleidung, die man hat. Und ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das eigentlich mega geil. Man hat so ein Inventar, wo man ja Sachen hat, die man sich einfach anziehen kann. Und deswegen hatte Link auch nicht das Heldengewand an im ersten Trailer. Da haben ja auch manche ein bisschen aufgeschrien, ey, wieso hat er nicht das Heldengewand an? Ich bin momentan auch so der Meinung, ich hoffe, man kann das Heldengewand finden, weil ohne Heldengewand ist es für mich leider kein Link. Und da kommt gleich noch was weiteres dazu. Dann hat man danach, nach diesem Trailer, kam noch ein, ja, ein bisschen Gameplay in der Runde mit Aonuma. Und dort wurde der Anfang, ich denke mal, der Anfang gezeigt, also was man auf der E3 spielen kann. Und dort war Link in einer Höhle und eine Stimme hat zu ihm gesprochen. Ich nenne jetzt einfach mal die Stimme, dass es ein Gott war. Wir wissen noch nicht mehr. Ich sag mal, eine übernatürliche Kraft, ein Wesen, ein Gott. Ich sag's jetzt mal so. Und ja, wirklich gesprochen. Es hat eine Sprachausgabe. Einige hatten sich das schon immer mal gewünscht, aber einige auch nicht. Und ich finde gut. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass das Spiel eine Sprachausgabe hat. Nicht nur Link, ha, hu, hi oder was der immer macht. Aber Link braucht auch keine Sprachausgabe. Beziehungsweise die ganzen Charaktere, die man so sieht, körperlich. Wenn irgendeine Macht zu dir spricht, finde ich das eigentlich schon ganz geil. Dann das nächste ist, Link kann selbst springen. Also, man kann selber springen mit, ich weiß nicht, was war das für ein Knopf? X oder so, oder, ja, X müsste das gewesen sein. Man kann selbst springen, das heißt, man muss nicht mehr Link das Springen überlassen. Jetzt ist man selbst verantwortlich, wenn man irgendwo runterstürzt in die Tiefe und stirbt. Grausam, bei irgendwelchen Fallen. Whatever. Dann, man kann Pilze aufnehmen. Beziehungsweise generell Nahrung. Das wurde auch in diesem Gameplay gezeigt. Und diese Nahrung, man kann anscheinend keine Herzen mehr finden in irgendwelchen Büschen. Wie auch immer. Nämlich mit diesen Pilzen oder mit den Früchten. Zum Beispiel Äpfel oder vielleicht noch Birnen oder was weiß ich. Kann man Herzen generieren. Das heißt, mit Pilze war es, glaube ich, ein halbes Herz. Mit Äpfel auch. Und mit Fleisch, man hat auch gesehen, wie er Fleisch bekommt. Und das war ein Halbherzen. Also es kommt auf die Mahlzeit an. Und man hat auch gesehen, dass man kochen kann. Ja, da dachte ich mir als erstes, wieso kochen in einem Zelda? Aber dann macht das auf einmal alles Sinn, weil so ist es halt so, wenn man verschiedene Lebensmittel zum Kochen verwendet, bekommt man vielleicht irgendwie so eine Mahlzeit raus, was nochmal, weiß nicht, 5 Herzen auffüllt, was halt irgendwie so ein Trank sein könnte. Ich denke mal, das ist auch so, dass man sich irgendwie eine Suppe oder so machen kann und das halt als Trank gilt. Ja, Omas Suppe gab es auch schon in Wind Waker, ich weiß. Aber das wäre, ich finde diese Idee geil, mit dass man einfach kein Herz mehr aufsammeln kann. Zwar habe ich auch schon ein paar negative Sachen gesehen, aber ich möchte erstmal die ganzen guten Sachen sagen. Übrigens hat man was vergessen, weil mein Zettel so ein bisschen durcheinander ist. Die Sheikah haben irgendwas in diesem Spiel zu tun. Wir wissen leider noch nicht genau was, aber am Anfang ja, wurde von den Sheikah gesprochen
Und Link, ich nenne es einfach mal Tablet. Link hat auch ein Tablet bekommen, wo womöglich die Karte, die ich jetzt nicht unbedingt schön finde. Also die muss erst vervollständigt werden, aber ich finde die Karte überhaupt nicht schön. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Ich mag die Karte nicht. Aber vielleicht auch Items kann man darauf sehen. Und sonstige Sachen. Irgendwelche Sachen, die man eingesammelt hat. Zum Beispiel diese Nahrung. Natürlich droppen die Gegner auch wieder irgendwelche Sachen. Zum Beispiel ihre Herzen oder ihre Haut. Wie das schon in Skyward Sword so war. Und vielleicht kann man damit auch seine Sachen verbessern. Das wird nämlich auch noch ein Thema spielen. Aber erstmal zurück zu den Sachen, die man aufnehmen kann. Man kann auch noch Stöcke aufnehmen. Und ich denke mal noch vieles, vieles mehr. Wir wissen so wenig, auch momentan noch durch dieses Gameplay. Und mit diesen Stöckern, diese Stöcker haben auch einen Angriffswert. Und ich denke mal, bei dem Schild ist es auch so, dass es einen Verteidigungswert hat. Ich habe das jetzt momentan noch nicht gesehen. Aber es muss einfach so sein. Man hat Verteidigungswert und Angriffswert, dass man es auch noch steigern kann. Ich kann mich auch erinnern, dass er ein Holzschwert aufgesammelt hat, was auch einen Angriffswert hatte, was halt höher als der Stock war, ist ja klar, wenn es ein Schwert ist. Aber es war halt nur ein Holzschwert. Ich denke mal, es gibt auch wie, ja, ist jetzt ein bisschen Minecraft-mäßig, dass es aber auch noch irgendwie so Steinschwerter oder auch noch andere Sachen gibt. Und man kann wieder wie in Wind Waker die Speere oder die Schwerter von den Gegnern aufnehmen. Also, es ist so, ihr merkt jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen. Ja, aus allen Zeldas ist so ein bisschen was dabei. Und es geht ja noch weiter. Aber erstmal auch noch was ganz Geiles. Und zwar, wir können an Bären klettern. Also, wir können einfach so steile Wände hochklettern. Oder Bäume. Und dieses Lauf. Und wir können halt laufen. Ist jetzt nichts Neues, ich weiß. Okay, besser als rollen mit diesen Ha-ha-ha. Ihr wisst ja, wie Link immer drauf ist. Aber diese Energieanzeige ist wieder davon Skyward Sword. Ja, ich weiß nicht, ob mir es gefallen soll. Weil diese Energieanzeige habe ich immer gehasst. Und gerade wenn ihr dann immer so erschöpft ist mit diesen Höscheln. Sorry, das möchte ich nicht. Kommt auch noch drauf an, ob es die Pflanzen wieder gibt, womit man das auffüllen kann. Gab es ja in Skyward Sword auch die ein oder andere Nebenquest. Aber ich könnte darauf gern verzichten. Aber wir können einfach Bäume hochklettern und dann Früchte aufsammeln und überall an irgendwelchen Gegenständen hochklettern. Das war auch bei irgendwelchen normalen Pfeilern so oder bei irgendwelchen Statuen. Man konnte auf Statuen hochklettern, das hat man gesehen. So, was habe ich da jetzt noch weiter hier? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Die Stöcker, die man aufsammelt, kann man auch als Fackeln benutzen. Zum Beispiel am Lagerfeuer kann man die anmachen. Und damit kann man Gras abfackeln. Ja, jetzt sind wir schon so weit. Wir können einfach Gras anzünden. Und vielleicht auch damit die ein oder anderen Tiere verscheuchen oder die ein oder anderen Gegner. Und auch vielleicht die ein oder anderen Gegner auch anbrennen. Das wäre schon ganz geil. Aber wie machen wir eigentlich ein Lagerfeuer? Ja, ihr merkt schon, das geht mega in die Survival-Sache hinein. Und zwar, wir können mit einer Axt. Ich glaube, die haben wir schon von Anfang an. Zumindest war es in diesem Gameplay, was wir gesehen haben. So, mit der Axt können wir Bäume fällen. Wir können wirklich jeden Baum fällen. Manche bringen einen auch bloß über eine Schlucht drüber. Das hat man auch gesehen in dem Trailer. Aber manche geben auch Holz. Und mit diesem Holz können wir uns Lagerfeuer machen. Ich weiß leider auch noch nicht wie. Beziehungsweise wir alle wissen noch nicht wie. Ob es wirklich so ein Crafting-System gibt. Ich möchte eigentlich kein Crafting-System im Zelda. Aber die Spiele müssen sich weiterentwickeln. Es muss sich ja jedes Spiel mal irgendwann weiterentwickeln. Und ich denke mal, das machen sie mit Zelda U. Ich nenne es jetzt Zelda U. Ich möchte das nicht dauernd aussprechen. Ich finde das ganz gut. Sie trauen sich was, wie schon angesagt. So, dann hat man auch schon gesehen, dass aus einem Teich, ich glaube, das war der, wo er das Holzschwert hergeholt hat, dort ist ein Krog rausgekommen. Ihr wisst nicht, was ein Krog ist? Na, ganz einfach. Das sind die Lebewesen, die Waldbewohner von Zelda The Wind Waker HD. Oder Zelda The Wind Waker einfach bloß. Und da kam ein Krog raus. Ja, das hat auch schon ein paar Theorien mit sich gebracht, dass vielleicht Zelda U nach könnte auch sein, dass es vor oder nach Wind Waker handelt. Also nach Wind Waker kommt dann noch Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Vielleicht nach Spirit Tracks. Das kann auch ganz gut sein. Mein Monitor geht gerade aus. Das ist sehr gut. Aber er hat es aufgenommen. Danke dir.
Also es gibt ein paar Theorien schon dazu. Ich weiß nicht, inwiefern andere das schon aufgegriffen haben. Ich möchte das nur mal ganz kurz aufgreifen. So, was heißt als nächstes stehen? Es gibt neue Gegner. Denke ich mal zumindest. Die Bokoblins sehen ja auch immer anders aus. Ich denke mal, sollten sie sein. Aber es gab auch noch so Gegner, die rein gar nichts mit mir gesagt haben. Auch welche so ein riesen Felskolosse. Nenne ich jetzt einfach mal so. Und das Geile ist, sie haben alle eine KP-Anzeige. Also wie viele Lebenspunkte sie noch haben. Und wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, bei Zelda The Wind Waker, ja, hat man in der HD-Version, in dieser Drillhöhle, hat man so ein Item bekommen, so eine Maske, die übrigens mega dämlich aussieht, hat man bekommen, damit man die Anzeige sieht. Und jetzt ist das schon von Anfang an. Okay, bei Zelda Wind Waker war es auch relativ zum Schluss, was ich immer noch idiotisch finde. Das werdet ihr dann noch in meinen Zelda-Parts sehen. So, KP-Leiste ist ganz cool. Und dann kommen wir schon zum spannendsten Teil. Und zwar in diesem Gameplay hat man die Zitadelle der Zeit gesehen. Aber zerstört. Und in dieser Zitadelle der Zeit, oder auch außenrum, waren diese mechanischen Roboter, ich kann das jetzt nicht anders definieren, diese mechanischen Roboter, aus dem ersten Trailer, die wir gesehen haben, wo Link mit seinem Pfeil und Bogen auf dieses Ding geschossen hat. Das ist also, was erst Link verfolgt hat. Und die waren alle versteinert, beziehungsweise alt, nicht mehr funktionstüchtig. Ihr könnt sagen, was ihr dazu wollt. Und das gibt auch diesen Aspekt, vielleicht eine Zeitreise. Man kann bestimmt die Zeit irgendwie verändern. Auf jeden Fall hoffe ich das mal. Ich denke mal, es muss wieder irgendwas mit Zeit dabei sein. Es muss einfach irgendwas dabei sein. Auch das Instrument haben wir noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Weil in jedem Zelda ist ja eigentlich immer ein Instrument. Und das haben wir bisher noch nicht gesehen. Übrigens, Zeit, Ocarina of Time, ja, ist so aus allen Zeldas ein bisschen was. Dann, Items, wie in Skyward Sword, ja, das habe ich ja schon gesagt, diese Monsterherzen kann man bestimmt aufsammeln und damit irgendwas machen. Dann Items wie Bögen, ich denke mal dann auch Bomben oder Greifhaken. Wir haben bisher nur den Bogen gesehen. Den hat man in einer Truhe gefunden, ich glaube in der Zitadelle der Zeit oder in irgendeiner Kirche. War eine ganz normale Truhe in der Ecke und dort hat man den Bogen gefunden. Einfach so, ohne Dungeon. Und ich vermute mal, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, aber ich vermute mal, dass es verbesserte Versionen vom Bogen gibt. Oder beziehungsweise veränderte Versionen. Dass jeder was Unterschiedliches kann. Weil wir müssen uns nochmal an den ersten Trailer zurückerinnern. Dort hatte Link diesen Pfeil und Bogen. Aber das war ein bisschen anders, denn dieser, zum Beispiel auch dieser Pfeil, vielleicht auch verschiedene Pfeilarten, weil dieser Pfeil war irgendwie, ich glaube, der war elektrisch geladen oder irgendwie auch wie eine Bombe. Ja, Bombenpfeile kann man wieder sagen, sah für mich nicht aus wie ein Bombenpfeil. Also da ist auch noch sehr viel, was man spekulieren kann. Man hat auch noch gesehen, ich weiß nicht, wie es getriggert wird, eine Spezialattacke im Zeitlupen-Modus und danach kann man auf den Gegner losstürmen und den attackieren. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Aber diese Zeitlupe, das sieht einfach so krass geil aus. Ich kann einfach nur die ganze Zeit geil sagen und cool und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Ja, so Zeitreise, das habe ich schon mal gesagt. Dann kommen jetzt ein paar Fragen und zwar, wenn es eine Open World ist, man kann überall hin, was man sieht. Es muss ja aber auch irgendwo eine Grenze geben, von daher denke ich mal das nicht. Aber wenn es eine Open World ist, ist halt die Frage, wie kann man die füllen? Weil man braucht natürlich irgendwelche Elemente und auch spannende Elemente, womit man die Overworld füllen kann. Denn einfach bloß so eine Wiese, wo einfach gar nichts ist, bloß ein bisschen Gras, was man abhaken kann, weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Übrigens, da fällt mir ein, wo ich gerade abhaken mit Gras in Verbindung bringe, ich habe keine Rubine gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das nur übersehen habe, aber es gab keine Rubine, es wurden keine Rubine gezeigt. Gibt es vielleicht eine andere Währung? Ich hoffe es mal nicht, weil es ist bisher immer nur so gewesen, dass es Rubine gab. Ich hoffe es mal. Dann, man kann Steine rollen, wie so aus Kunststoffsteine. Das sah für mich so aus, als ob Link, weiß ich nicht, aber dagegen stößt oder gegen pustet und dann fallen die Steine runter.
dann hat man halt verschiedene Areale gesehen. Zum Beispiel eine Wüste, eventuell die Gerudo-Wüste. Wird ja auch in irgendeiner Weise mit den Chica zusammenpassen. Dann ein Schneetal, ein Eisberg, kann sein. Aber es sah auch auf jeden Fall ganz geil aus. Ich versuche übrigens auch, euch immer Bilder einzublenden, worüber ich gerade rede. Das versuche ich. Ich möchte eigentlich nicht euch nur den Trailer zeigen. Vielleicht mache ich das aber. Ich merke auch schon, die Zeit geht ein bisschen schnell vorbei. Aber ich freue mich gerade, über dieses Thema zu reden. Das ist so geil. Okay, das nächste ist, man sieht im Hintergrund ein Schloss. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Schloss Hyrule ist. Man hat aber auch in einer Szene gesehen, dass Schloss Hyrule angegriffen wurde. Ob Zelda nun die Prinzessin ist, wissen wir nicht. Ich gehe mal stark davon aus, weil es würde ein bisschen Sinn machen. Aber wer ist jetzt der Bösewicht? Nicht schon wieder Ganondorf, bitte. Also bitte. Orivati oder sowas kann doch ruhig wieder kommen. Oder irgendein ganz neuer. Das wäre auch mal ganz cool. Ansonsten, was mit dieser Wildnis alles zu tun hat, hat man auch noch gesehen, dass es Enten, Rehe, Vögel, Wildschweine gibt. Es gibt einfach alles so Natur. Es ist einfach so grün alles. Es ist Natur. Man kann alles töten, man kann von denen Fleisch bekommen, was man bestimmt... Ja, man kann es braten unter dem Lagerfeuer. Das wurde ja, glaube ich, auch gezeigt. Und dadurch kann man dann Herzen bekommen. Also dieser Aspekt, das gefällt mir sehr, sehr geil. Oder sehr, sehr gut. Ich sag so viel geil. Zählt mal mit, wie viel geil. Dann im Hintergrund, ich denke mal Todesberg. Kann man so sehen. Und übrigens, bei den Krogs. Man hat ja einen Krog gesehen. Werden jetzt Goron und Soras dabei sein? Also die anderen Völker? Weil wenn Krogs dabei sind, sind dann die Kokiris dabei? Fragen über Fragen. Ja, es sind ein paar Fragen hier. Ansonsten, es gibt Wildpferde. Wildpferde, man kann sich einfach ein Pferd schnappen. Aber was ist mit Epona? Man hat ja Epona schon mal gesehen. Wie bekommt man Epona? Ansonsten hat man auch gesehen, dass Link halbnackt in das Wasser gesprungen ist. Gibt es Rüstungen? Also es gibt Rüstungen, hatte ich ja schon gesagt, dass man verschiedene Sachen finden kann. Aber gibt es eine Rüstung, um schneller zu schwimmen? Das ist auch mal sowas, was ich wissen möchte. Ansonsten, ich denke mal, noch ein Dungeon-Eingang gezeigt, welchen man wahrscheinlich mit diesem Tablet, ich nenne es ja Tablet, was Link hat, öffnen kann. Keine Ahnung, wir wissen es noch nicht. Ansonsten hat man auch noch ein Item gesehen, was zaubern kann? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Das sah halt so aus, als ob man, ja, man kann einfach irgendwelche Sachen hochheben. Das ist halt so, wie die Macht dich stark in dir. Du kannst halt irgendwelche Sachen hochheben und die auf andere Gegner schmeißen. Oder Eisblöcke im Wasser erschaffen. Ich dachte erst so, wie jetzt Minecraft? Ich dachte, man kann nicht so ein Haus bauen. Irgendwie, so sah das für mich aus. Naja, es könnte ja auch irgendwie ein Eisstab sein. Dann habe ich hier noch was stehen. Und zwar, ja, Zelda. Frage, gibt es Zelda? Ich denke, ich gehe mal halt mal stark davon auf. Aus. Ja, das Spiel ist wirklich sehr auf Natur aufgebaut. Das habe ich schon gesagt. Ich finde das aber mal ganz geil. Ich finde das ganz gut, dass das Spiel so sehr auf Natur aufgebaut ist. Und es wird sich auch anders anfühlen als alle anderen Zeldas. Davon gehe ich auch mal sehr stark aus, dass sich dieses Zelda-Spiel anders anfühlen wird als die anderen zahlreichen, die es davor gab. Es hat natürlich viel von Skyward Sword oder auch von Zelda The Wind Waker. Wer weiß nicht noch, von welchen anderen Zeldas, ob es Masken geben wird. Es gab ja auch mal irgendwie sowas, war das auf Twitter oder so? Da hat doch mal dieser Maskenhändler, da war doch mal irgendwas mit Maskenhändler, da kann ich mich auch was noch erinnern, dass der Maskenhändler irgendwie sowas geschrieben hat. Ja, vielleicht werde ich im neuen Zelda-Teil da sein. Kann sein. Ja, und natürlich auch was, was dann auf Majora's Mask hinweisen würde. Also viele Zeldas. Es wurde ja irgendwie auch schon mal angekündigt, dass es ein Best-of sein soll. Aus den Zeldas bisher. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde. Dann wurde noch angekündigt, dass es dann neue Mitomo-Items gibt. Ich weiß nicht, in nächster Zeit oder erst später. Mitomo, neue Zelda-Items. Soll es dort geben. Und ja, mein Blatt ist zu Ende. Das war's. Sehr viel Information, ich weiß. Aber es ist einfach krass, was sich Nintendo gerade traut. Zwar NX haben wir nichts erfahren. Schade eigentlich. Übrigens, mir ist aufgefallen,
dass das Spiel, ich weiß nicht, ob das Spiel war, ich denke mal schon, das lief nicht relativ flüssig. Ich denke mal, dass das auf der Wii U war. Oder ob sie es schon auf NX gemacht haben, und aber das nicht so ganz gut war. Sie haben ja auch noch ca. ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr Zeit. Also an der Performance noch was zu ändern, haben sie noch genug Zeit. Aber auf welcher Konsole war das? Haben sie es schon irgendwie so auf der NX gespielt? Wissen wir nicht. Obwohl, nee, er hatte ein Gamepad, ne? Er hatte doch ein Gamepad. Aber es könnte ja vielleicht trotzdem über NX laufen. Aber dafür war es ein bisschen laggy. Naja, ihr könnt mal eure Eindrücke von den Trailern und vom Gameplay in die Kommentare schreiben. Und was ich jetzt nicht gesagt habe, was noch wichtig sein könnte, auch gerne in die Kommentare damit. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, wo ich euch ein bisschen über diese Thematik jetzt mit Zelda Breath of the Wild. Ja, ich hoffe, euch hat es einfach gefallen. Und eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video.